So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Far Cry 5. Wir sind gerade auf dem Weg, Cheeseburger zu befreien oder zu helfen oder zu unterstützen oder einfach mal nachzugucken, wie es ihm geht. Oh, ein Prepper-Versteck. So, um Himmels Willen, Russ. Du hast schon wieder den Generator kaputt gemacht. Wie soll ich jetzt das Tor öffnen und das Flugzeug rausholen? Ich gehe und hole Chap, damit er ihn repariert. Und ich schwöre bei Gott, wenn du wieder das Oberlicht offen gelassen hast, wirst du gefeuert. Hier habe ich ebenfalls für die Spiele trainiert. Ich habe versucht, die Fallschirmspringer in der Gegend im Visier zu behalten. Keine Angst, habe auf niemanden geschossen. Hast du verfault? Da verfault was oben auf dem Dach. Neulich sah ich einen von diesen Artern auf dem Funk in der Nähe sitzen und er hatte irgendwas zwischen den Klauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er uns seine arme Beute fallen lässt. Das ist nicht euer Ernst. Ich ziehe um. Ich brauche mehr Überblick. Ich rücke aus! Das ist der verfickte Eingang hier. Wollen wir was dagegen unternehmen? Ihr wollt doch wohl nicht. Okay, check. Ein Versuch noch. Thank you.
Mein Gott! Was ist denn das für eine perfekte Kacke, Alter? Warum fällt denn der so beschissen wie ein Stein, Mann? Kann doch nicht wahr sein. Komm. Komm, nein! Mann! Ich will da jetzt rein, Alter. Das kann doch nicht so schwer sein. So hole ich mir einen bescheuerten Hubschrauber. Ich kann das immer nicht haben, wenn man irgendwie vorm Ziel scheitert wegen so einem Blödsinn. Warte mal, lag er da eben gerade rum? Ach, hallo. Hast du einen Moment? Ein verdammt wunderbares Land. Naja, schade, dass wir alles kaputt machen. Welche ist jetzt besser? Ich habe ebenfalls für die Spiele trainiert. Ich habe versucht, die Fallschirmspringer in der Gegend im Visier zu machen. Ich merke aber... Was für eine Riesenkatze. Das habe ich gebraucht. Genau das Richtige, um den Kopf freizukriegen. Wer nennt denn eine Killermaschine bitte Peaches? Macht schon. Na los, ihr Biester. Ein verdammt wunderbares Land. Naja, schade, dass wir alles kaputt machen. Ihre Jahre ist zu lang. Das habe ich gedacht. Genau das Richtige. Hey, falls du den Lachs schon hast, ich habe gehört, Cheeseburger wurde in der Nähe von dem Linero Baubedarf gesehen. Ich
bildet keine echten Soldaten aus. Er verwandelt die Leute nur in willenlose Tötungen. Komm. So, weiter geht's. The boom of thunder. Schön zu verschnaufen. In Ordnung, es geht los. So, auf geht's. Hoffentlich fährst du besser, als du schießt. Das war ein Witz. Ja, den Spruch kannst du auch langsam mal klemmen, ey. Der war mal witzig. So, dann suchen wir mal Cheeseburger.
vertraue dem Felix. Kleinvieh macht auch Mist. Oi, oi, oi. Cheeseburger. Kommen Sie? Oi. Sehr schön, Cheeseburger. Deputy, ich kann dir eins sagen. Einige von den Whitetails, naja, einige von denen waren sich nicht so sicher, ob wir dich an Bord holen sollten. Aber jetzt schon. Nicht, weil ich was gesagt habe, sondern wegen dem, was du getan hast. Taten sprechen lauter als Worte. Die Leute kommen von überall, um sich uns anzuschließen. Du gibst ihnen neue Hoffnung. Darauf mussten Sie lange warten, Deputy. Sehr lange. Deputy, ich habe gehört, dass du Cheeseburger vor der Sekte gerettet hast. Paulus Jungs haben ihn gut trainiert. Der wird alles zerfleischen, was ihm in den Weg kommt. Und hier im County kennt ihn wirklich jeder. Also wirst du jetzt wohl die zweite Geige spielen. Gut. Auf Karte. Hey Amigos, ich bin's, Hulk. Verschanzt im Haus meines Alten. Yep, ich und...
wo ist... Nehmen wir Cheeseburger mal mit? Ja, ne? So, zieht die Aufmerksamkeit im Kampf auf sich, wird von seinem Recht anzugreifen gebraucht. Okay, wird von seinem Recht. Richtig hier, oder? So, dann machen wir jetzt hier mal kurz einen kleinen Cut und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Einschalten und bis gleich.